Heute versuche ich aus dem Mittelpunkt oder in der Nähe des Mittelpunkts der Erde bei diesem Stein, von diesem Stein ausgehend, die Zahl 40 zu stabilisieren, zu fixieren. So wie schwarze Löcher werden benutzt von der Naturgesetzlichkeit, damit Galaxien, die Milchstraße, aber andere Galaxien aufgehängt werden. Wie ein Hackerl, verstehst du, wie Reisnägel. Du musst dir denken, wenn du Milliarden von Sternen hast, musst du sie an irgendwas hängen, festkoppeln. Und das sind schwarze Löcher, mit denen du das gestalten kannst, dass sie etwas fixiert werden. Aber nicht voll, so ganz wie mit Reisnagel, verstehst, angeheftet, sondern dass sie mit einem Reisnagel so heftest, dass das Löschblatt oder was du aufhängst, ein bisschen Bewegungsfreiheit hat. Und dazu werden von der Natur oder von der Gottheit oder von der Bestimmung die schwarzen Löcher bevorzugt eingesetzt. Um ganze Sternsysteme ein bisschen in den Griff zu halten. Und so wie diese Schutzwelle um die Pflanzen aufgebaut werden, aus Schilfrohr oder sonst einem Material, das austrocknet und nicht die Feuchtigkeit, nicht den Schimmel weitergibt, kann man auch sagen, ist die Fastenzeit dazu da, sich in mildgesinnte Menschen hineinzuversetzen. Denk einmal zurück, Orphan Darci, die Verweisung mancher großen Freuden. Zum Beispiel angefangen von Moses, die Moses-Geschichte im Nildelta, als er ausgesetzt war. Die Elia-Geschichte, Elias, oder die Geschichte Jesus Christus. Alle drei hatten irgendwie diese Zahl 40 beim Fasten oder beim Sehnsuchtentfalten nachzusinnen über das Gute oder über das Böse gebraucht. Verstehst? 40 Tage, 40 Nächte. Wo Sie denken, das beginnt in unserer Religion ungefähr am Aschermittwoch, aber in 40-tägiger Bußzeit zur Bekehrung, also zur Sehnsuchtsentfaltung zum Guten, irgendwo da reserviert werden sollten, bis zu Ostern. Und 40 Jahre ist das Volk des alten Bundes durch die Wüste gezogen, il deserto, verstehst, um das Land der Verheißung, also die Sehnsucht, die entfaltet wurde, die Freiheit, die Liebe, die Möglichkeit zu überleben, samt Nachkommen, also irgendwie darzustellen und dann später einmal in die Tat umsetzen zu können, in Freiheit, verstehst, und Egalität mit anderen Menschen. Und völkerübergreifend, aber auch generationenübergreifend. Und zu diesem Zweck, 40 Tage, hat Moses auf dem Berg verbracht, oder damit er diese Gebote, die Gebotstafeln, entgegennehmen konnte. Oder 40 Tage hat auch Elia gefastet und gebetet oder meditiert in der Wüste. Verstehst? Horeb. Damit Gott in geheimnisvoller Weise diese Mysterien geschenkt hat, also dass er erfahren konnte, diese gekoppelte Sehnsucht, Ohnmacht, Macht, Metamorphosis. Und 40 Tage war das auch bei Jesus Christus so, in der Wüste wiederum. Also die Versuchung und auch die Sehnsucht zu entfalten. Und er widerstand der Versuchung und dem Versucher und verkündigte dann die Botschaft vom Reich Gottes. So bereiten auch wir uns alljährlich 40 Tage lang vor auf große Osterfeiern der Kirchen und Tod und Auferstehung des Signores, also von der Sohnschaft, aber auch der Majestät Gottes im Heiligen Geist in dieser Einheit würdig zu feiern und davon zu profitieren, verstehst? Die 40 Tage.